Was passiert jetzt, wenn die eine Frau hier... Oh, das ist ein Doppelkampf. Oh. Die sind, glaube ich, ein bisschen... Ihr wisst schon, was die beiden sind. Wir stören sie gerade dabei. Das ist aber nicht sehr nett. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Doppelkampf ist. Ich habe gedacht, die eine bleibt stehen und dann läuft die andere automatisch auf die drauf. So, das wäre lustig gewesen. Oh, wow. Wunderschön. Ja, machen sie auch. Und Synchronized ist wunderbar falsch geschrieben. Weißt du, bei Simple schreibt das mit Y, bei Synchronized, wo das Y passend ist, schreibt das mit I. I und Y sind nicht die Lieblingsbuchstaben dieses Erstellers, glaube ich. Da-da-dat. Darin. Mit Pickel. Nicht wirklich viel Auswahl bei den Wasser-Pokémon haben wir hier. Wir sehen immer noch die identischen, die wir auch schon vorher hatten. Schade, ich würde mir mal ein bisschen mehr neue Wasser-Pokémon wünschen. Aber bis wir zu den ganz dicken Fischen kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, dauert es wohl noch ein bisschen, bis wir auch späteren Wasser-Pokémon sind. Ich erinnere an die ganzen Wasserrouten im Osten von Seagrass im City. Da werden wir sicherlich auch viele neue Wasser-Pokémon treffen. Hier sieht es nicht allzu besonders aus. Jetzt sind wir endlich mal da und hier erscheint wieder mal eine Frau mittendrin. Ist immer noch Nothing Flower so beliebt hier? Nee! Heute ist ganz besonders in Exists Look. Was auch wieder keinen Sinn ergibt. Nun schon da. Ja, ich will aber nicht. Okay, doch, ich will, ich schneide mal kurz. Das könnte ich ihm jetzt auch so sagen, ne? Mr. Goodbye. Tschüss! Jetzt lass mich schon! Ich habe noch eine Mission zu erfüllen. Moment, die Bro Cave, die ist, werde ich zum Schluss dieser Aufnahmesession machen, da ich dafür was Bestimmtes machen will. Und das möchte ich jetzt noch nicht erledigen. Das heißt, die Bro Cave lassen wir jetzt bis zum Ende dieser Session außen vor. Wird eine kürzere Session tatsächlich, da ich viel zusammenschneiden. Oh mein Gott. Wenn ich viel zusammenschneiden muss, ich denke, ich werde am Ende auf vielleicht 4-5 Folgen kommen. Das ist weniger als die letzten Sessions mit 7-8 Folgen so. Tja, so ist das nun mal. Schmeißen wir wieder was weg. Ja, natürlich, wir schmeißen wieder was weg. Fürs Protein. Und noch mehr Muskelkraft. Muskelkraft ist ein schönes Wort. Weil jetzt... Ich wollte gerade sagen, habe ich den Dings drin oder nicht? Weil die sind eh auf demselben Level wie ich selbst. Also werden die wahrscheinlich trotzdem... Oh, was ist das denn hier? Soll das Taucher symbolisieren? Weil selbst wenn ich hier was drücke, kommt nichts. Also keine Nachricht, du kannst hier theoretisch tauchen. Soll wohl einfach nur irre schlecht aussehen. Wenn das das Ziel war, dann Glückwunsch. Das war erfolgreich. Wieso ist da so ein doppeltes Leerzeichen hinter Blut? Habt ihr das gesehen? Muss ich gleich nochmal demonstrieren. Ja, das war so klar. Es war so klar, dass das passiert. Guckt euch das mal an. Wieso ist denn da so ein weiter Leerraum da? Das ist komisch. Progon. Dinge, die die Welt bewegt. Warum sind da so viele Leerzeichen? Ach mein Gott. Ich glaube, ich werde direkt mal wieder so ein Pummel hintergehen. Oh, da schwimmen wir. Also es wäre mir schon sehr genehm, wenn nicht noch weitere Pokémon vorhaben, mich zu vergiften. Ich möchte jetzt nämlich nicht nach jedem Kampf zurück zum Pokémon Center. Das wäre ganz toll. Ich habe Vertrauen in dich. Doch, das hat sie auch bezahlt gemacht, denn du hast es geschafft. Sehr nice. Noch 3 Level, dann entwickelt sich endlich mal unser Pokémon weiter. Dem fieber ich immer noch sehr stark entgegen. Dann tauschen wir jetzt gegen ein Baby aus. Hat ja mit Wasser-Pokémon nicht so viel zu tun, aber ich weiß nicht, wir kommen hier gleich an Land. Und kriegen noch ein bisschen Iron, das kann jetzt auch mal jemand anders überkriegen. Wir brauchen ja mehr Verteidigung. Hier, Progon, du brauchst definitiv mehr Verteidigung. Bisschen Item. Ich will mal gucken, ob das Radar anschlägt. Einfach mal zu gucken, wie das wäre. Oh! Ja, na endlich. Bip, 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 mach's 100 Mal und wir finden eine weitere Kämpfe. Die ich wahrscheinlich gar nicht alle brauchen. Schon jetzt will ich die gar nicht mehr einsetzen. Okay. Super Recall, weiter geht's. Hab ich auch wieder ausgelassen hier durch. Nein. Sieht nicht danach aus. Und hier ist immer noch ein Floß. Auch nicht schlecht, immer noch einen Floß zu sehen, ne? Obwohl, das soll eigentlich eine breite Brücke sein. Aber man kann es auch als Floß interpretieren, von daher. Oh nee, ich hasse es so sehr, ne?
Leute, ihr habt euren blöden Pickisch, die mich immer alle vergiften. Was soll denn das? Und das kann man sogar theoretisch beibringen, wenn ich Cut im Weg wäre, was... Ich finde lustig, wie die Box immer wieder auftaucht, sobald ich das machen will. Mann, ist das dumm. Okay, dann lernst du halt nicht. Und Ground, du hast mir das schon mal? Doch, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ja, genau. Das war das Ding. Gut, dann ist es ja schön, dass wir hier gerade drin bleiben, denn dann kann ich nicht einfach... Wow, warte, das ist kein Schaden. Heilige, geht mir das auf den Nerv hier mit diesem blöden Pickisch, die mich nach jedem Angriff direkt vergiften. Oh, ich hätte eigentlich austauschen können. Ach, was soll's. Solange ihr das einsetzt, kann ich sogar einen Barbos auf Level 6 einsetzen, was ich noch habe. Oder was? 7 oder 5? Ich weiß das Level nicht mehr. Ja, also alle 32. Im Grunde ist es jetzt vollkommen egal, was ihr einsetzt. Das heißt, ich versuche mein Glück weiterhin mit meinem Feuer-Pokémon, ne? Guck mal, ich kann hier gar nicht weiter nach links. Irgendwie. Hat er das vollständig entfernt oder was? Sieht ganz so aus. Nun denn. Weitere Kämpfe stehen dann wieder mal mit der Schildkröte in der super passend. Wow, what the f. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein Angriff so viel Schaden reinhaut. Von dem Doppelkick. Sehr cool. Und nochmal, ne? Das ist ja cool von dir, dass du das direkt nochmal einsetzt, denn das hat ja beim ersten Mal schon so viel. Das war sogar noch besser, vielen Dank. Das war sehr erheiternd, ich freue mich. Du klingst fast wie dieses Beavern. Die hieß irgendwas mit Beverly oder so. Beverly. Beverly Hills. Du. Obwohl, warum nicht Progon? Progon sag ich schon. Warum nicht Eluo einsetzen? Das hat Elektroattacken. Das könnte mir hier gut helfen. Wahrscheinlich war das die letzte Trainer und ich komme jetzt an Land wetten. Nee, eine haben wir tatsächlich noch. Da kommt es mir nur so vor, da ist diese ganze Route ziemlich dunkel. Irgendwie. Gibt es hier auch richtige Zeiten im Spiel? Es kommt mir jetzt ziemlich dunkel vor hier. Weiß ich nicht. Ja, hier, jetzt wird es noch dunkler. Guck mal an. Ganz schön dunkel. Sind wir wieder angekommen? Wir sind wieder angekommen, tatsächlich. Wir haben hier alles erledigt, wie es scheint. Tatsächlich. Und ich habe nicht gesehen, dass wir irgendwie nach links abbiegen können. Nope. Nothing at all. Das ist ja schade. Kein extra Gang hier irgendwie. Broxy. Das ist die Broxy, aha. Doch, hier geht's tatsächlich durch. Sehr schön. Gut versteckt ist nur ein kleines freies Feld. Und das hier wird wahrscheinlich dann ein Tor sein für eines der legendären Pokémon, wenn wir das machen können. Ja. Ansonsten gibt's hier direkt gar nichts. Toll. Direkt mal gar nichts mehr finden hier. Nope. Also können wir uns das aber trotzdem bemerken für später, falls es sich anbietet. Ansonsten haben wir hier alles. Was da. Moment, was ist denn das da drüben? Kann ich denn da irgendwie hin? Ich würde da schon gern hin, aber ich kann nicht. Oh. Das sah komisch aus. Das sah aus wie so ein riesiges, zusammengebautes, dummes Floß. Nun gut. Dann Brookhave. Und wie wir. Oh, ich bräuchte eigentlich. Moment. Ich kann das noch nicht machen, denn ich brauche dafür was Bestimmtes. Und es tut mir im Herzen weh, das überhaupt machen zu müssen. Weil ich es echt nicht mehr sehen kann, dieses Pokémon, aber. Das Pokémon, das blitzt hat, ist nun mal ein ganz bestimmtes. Wer setzt dich denn mal raus? Progon darf kurz sich ausruhen, ja, so ein bisschen, und es tut mir so. Letztes Mal tatsächlich nur Level 5. Ich habe nicht ein Level trainiert, glaube ich. Zu Recht. Wir brauchen jetzt Blitz für diese schöne Höhle. Schön ist übrigens ironisch gemacht. Und jetzt fragt ihr euch, wie will ich das jetzt schaffen, da durchzukommen? Jetzt noch mal Blitz ansetzen. So. Das ist eigentlich eine Sache. Wieso soll ich das Eilrad benutzen oder die Eil-Inliner? Denn das, was man hier bekommt, ist so banal,
dass es mir das überhaupt nicht wert ist, das überhaupt richtig zu machen. Man muss diesen gesamten Weg darüber fahren, nur um auf dieses Feld am Ende zu kommen. Und alles, was man dafür bekommt, ist dieser Raum mit zwei Ewigsteinen. Ja. Man macht dieses total schwierige Dings da mit diesem Drüberfahren nur für zwei Ewigsteine. Mehr gibt es hier nicht. Das ist mein voller Ernst. Es gibt hier nicht mehr, Leute. Außer wenn man hier noch ein bisschen rumrennt, kriegt man dann irgendwann... Ja, toll, ich habe gerade den Superschutz drin. Dann kriegt man halt dieses komische Flunkiefer-Ding, was ich schon gesehen habe mit euch vorhin. Allein wäre so ein bisschen komisch. Ja, allein habe ich es auch gesehen. Vor der Aufnahme. Ja, ich glaube, es kommt. Kommt es jetzt mal irgendwann, bitte? Genau. Das könnte man hier halt dann noch bekommen, aber mehr ist hier halt nicht zu finden. Man kann hier nichts machen. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas anderes gibt. Ich sehe nichts. Warum sollte mittendrin eine Leiter sein? Da ist nichts, Leute. Guckt mal. Ich kann hier rumgehen, wie ich will, da ist nichts mehr. Das heißt, wir legen uns jetzt hier raus. Dann war's das gleich. Ich werde jetzt nochmal dahin surfen, wo ich hin muss. Und dann beende ich diese... Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Mein Pokémon ist gerade so ganz komisch dunkel geworden. Das war sehr seltsam. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nochmal dahin schwimmen, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben jetzt tatsächlich alles Optionale erledigt, was ich machen wollte und kann. Und dafür soll es das auch in dieser Session jetzt direkt gewesen sein. Mehr will ich hier noch gar nicht machen. Ich habe mir heute nur das Optionale vorgenommen und beim nächsten Mal fange ich dann frisch an mit den Hauptrouten. Wie ich sie mal nennen möchte. Und bis dahin quatsche ich einfach noch ein bisschen, bis wir da wieder ankommen. Ja, ich kann ja eh durch alles durchfahren hier, ne? Stimmt ja. Wunderbar. La la la. Ist das hier wichtig, wo ich jetzt gerade bin? Weiß ich nicht. Ich lass mich mal weiter hier. Ne, hier muss ich eigentlich runter. Komme ich hier irgendwie runter gerade? Dankeschön. Ich will jetzt nicht wieder da irgendwie runterspringen. Oh! Ups. Was habe ich denn hier ein schönes draus gemacht? Egal. Pokémon heilen. Habe ich die schon geheilt? Ich hab die schon geheilt, aber ich muss Barbos. Nee, ich hab den noch nicht geheilt und ich muss Barbos wieder rausbringen. Barbos muss da raus. Ich stehe im PC, das macht jeder normale Mensch. Tschüss, Barbos, beehren Sie uns nie wieder. Wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn ich Blitz brauche, dann werde ich es mir auf anderen beibringen und Progan nach wieder rein. Wir fangen bei der nächsten Session dann mit Progan an. Das darf wieder kämpfen. Und zum Abschluss dieser Session nochmal. Vielen Dank. Also, wir sehen uns bei der nächsten Session wieder. Das hier war eine etwas kürzere. Und dann auch ohne Wandgeduell durchgeschieden. Ne? Wir stellen uns mal, wo stellen wir uns denn hin? Danke, ich stehe gerade auf dem Wasser, würde wieder gerne einparken. Darf ich wieder einparken oder nicht? Danke. So, also, speichern. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.